Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jörn Arsen. Willkommen schon zum zweiten Video zum VW ID.5. Heute nicht zum GTX, also der knapp 300 PS starken größten Variante. Nein, heute geht es um den normalen ID.5 und das mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir Benedikt geschnappt. Hey Benedikt, du erklärst mir heute so ein Stück weit, was die Design-Highlights zu den beiden Fahrzeugen sind, denn die sind ja im Endeffekt dann doch designmäßig relativ ähnlich und doch unterschiedlich. Fangen wir gleich beim Heck an, würde ich sagen. Ja. Was ist denn von, also gerade wenn wir jetzt von oben nach unten gehen, wir kennen ja so ein Stück weit schon den ID.4, was ist hier jetzt anders geworden? Ja, also ein Thema, was der ID.5 natürlich ganz besonders spielt, wir haben ja hier ein voll elektrisches SUV-Coupé, ja, das heißt, wir haben also einmal die nach hinten abfallende Dachlinie, typisch eben auch für Coupés. Dann, was auffällt, beim ID.5 serienmäßig haben wir das schwarze Dach, ja, und wenn wir dann der Dachlinie folgen, dann sehen wir eben hier im Heckbereich den integrierten Heckspoiler, der natürlich einmal eine aerodynamische Funktion erfüllt, gleichzeitig aber auch natürlich ein Designmerkmal ist, was am Ende des Tages aber auch den Luftstrom hinten am Heck beruhigt, ne, um so auch nochmal die letzten Kilometer Reichweite rauszuholen. Was bedeutet das? Wir sind effizienter sogar als der ID.4 oder sind wir da auf einem ähnlichen Level? Ja, wir sind tatsächlich ein bisschen effizienter. Also wenn wir uns die CW-Werte der beiden Fahrzeuge angucken, dann haben wir beim ID.5 einen CW-Wert von 0,26. Der GTX hatte ja 0,27, das heißt, das sind wir nochmal knapp 0,015 besser als der ID.4. Also marginal, aber trotzdem ein Stück weit besser. Ja, genau. Was ich cool finde, ist, dass der Heckspoiler ja wirklich raussteht. Das hast du mir vorhin schon gesagt, das ist wirklich so, um da auch ein Stück weit zu differenzieren. Ich finde das sehr, sehr cool, man kann die Hand durchgreifen, das ist einfach so ein Standalone-Teil da auf der Rückseite. Habt ihr euch da ein Stück weit gerade bei dem Dach an den ID.3 zurückgeändert? Der hat ja auch serienmäßig ein schwarzes Dach. Ist das so ein Stück weit oder ist es einfach nur diese Sportlichkeit zu unterstützen? Ja, also gerade der Kontrast ist so noch bei den hellen Farben, ne, gibt dem Ganzen natürlich noch mal mehr Sportlichkeit und gleichzeitig haben wir eben auch damit die Möglichkeit, auch die kräftigen Schultern des ID.5 im Heckbereich noch mal zu betonen. Wir haben jetzt hier eine relativ helle Farbe, das Ganze gibt es aber serienmäßig in diesem Mondsteingrau. Finde ich persönlich eine sehr, sehr schöne Farbe, eine der schönsten, die da aktuell VW tatsächlich bringt. Das Rot ist immer sehr, sehr sportlich. Wir kümmern uns mal weiter, wenn wir so ein Stück weit nach unten gehen, denn wir kennen ja unten das Heck schon so ein Stück weit vom ID.4 GTX. Das ist jetzt dauerhaft im ID.5? Genau, das ist dauerhaft für den ID.5. Ne? Da unterscheiden sich auch der normale ID.5 und der GTX nicht, greift aber in dem Moment sehr schön über dieses Winglet-Design auch wiederum das Design des Frontstoßfängers auf. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben so einen simultanen Look einfach hinten und vorn. Ja. Die Front schauen wir uns dann natürlich gleich auch nochmal im Detail an. Was mich immer interessiert oder auch vor allem euch da draußen, wir haben ja jetzt hier eigentlich eine sportliche Reform. Also wir haben eine Art Sportback hinten runtergehen, wir haben hier eben den ID.5, nicht den ID.4. Das ist so ein sportliches SUV. Coupé kann man es fast nennen. Was bedeutet das denn für den Kofferraum? Haben wir jetzt hier weniger Kofferraumvolumen? Das ist eigentlich ganz interessant. Dazu muss man vielleicht ein bisschen wissen, wie wird das Kofferraumvolumen ermittelt. Das wird nach der Norm eben nur bis zu dieser Kante hier, bis zu dieser Linie ermittelt. Und dadurch, dass der ID.5 eine etwas anders gestaltete Heckklappe auch hat als der ID.4, gewinnen wir hier sogar noch mal ein paar Liter mehr Kofferraumvolumen. Das bedeutet für euch, ihr habt ein cooleres Heck und trotzdem noch mehr Kofferraum. Also besser könnte es eigentlich kaum laufen. Ich finde es echt cool, dass man eigentlich denkt, im ID.4 hat man so einen riesigen Kofferraum. Ich habe damals die Frage gestellt, ist es eigentlich noch ein SUV oder fast nur ein Kombi? Und jetzt hier aber ein Coupé zu haben mit mehr Kofferraum, da wird sich der ein oder andere von euch hier wirklich am Kopf kratzen und fragen, ja, was haben die da gemacht, dass das so cool aussieht? Ich bin da begeistert gerade von dieser Heckpartie und in Bezug, schaut euch mal nur hier diese Ecke an. Also wenn wir das hier kennen, einmal hier diese Kante, wie das aufgegriffen ist. Ja, ich war heute echt begeistert, hier reinzukommen, das erste Mal zu sehen. Sieht richtig, richtig gut aus. Ich würde aber sagen, das Heck haben wir uns genügend angeschaut. Wir springen mal nach vorn, denn das, was ihr die ganze Zeit im Hintergrund gesehen habt, hier beim ID.5 GTX, das sieht beim ID.5 in der normalen Fassung ein Stück weit anders aus. Gerade bei der Front haben wir die größte Unterscheidung zum ID.4. Das hatten wir ja gerade schon hinten so leicht angedeutet. Wie sieht es denn jetzt im Detail vorne aus? Genau, also insbesondere der ID.5 unterscheidet sich hier sehr deutlich vom ID.4. Beim GTX hattest du ja schon gesagt, da sind die Ähnlichkeiten sehr groß und da sind die Fronten identisch. Wenn wir uns jetzt hier die Front des ID.5 anschauen, da haben wir ganz bewusst gesagt, dass wir hier ein eigenständiges Design wählen wollen. Wir haben das Fahrzeug ja auch ein klein wenig höher positioniert als den ID.4. Dementsprechend hat er auch einfach eine
ein anderes Frontdesign verdient, sage ich jetzt mal. Und das sehen wir eben auch hier. Wir greifen dieses dynamische Design mit den Winglets wieder auf und geben dem Fahrzeug eigentlich auch so von vorne eine schöne Präsenz. Das rein Technische hat sich dabei aber nicht geändert. Das heißt, wir haben weiterhin diese Jalousie unten drin, um eben der Aerodynamik dann zu dienen. Und da ist also rein technisch nichts anderes, wirklich eine Designsache. Genau, das ist eine reine Designsache. Hat auch einen kleinen Einfluss auf die Außenlänge. Ne? Also das Fahrzeug ist jetzt hier sogar ein paar Millimeter länger als der GTX. Das heißt, wenn ihr den normalen ID.5 nehmt, habt ihr ein längeres, tendenziell größeres Fahrzeug, als wenn ihr den sportlicheren GTX nehmt. Der hier sieht 1:1 aus wie der ID.4 GTX. Das ist dann entsprechend einfach, um der GTX-Linie oder dem GTX ein Statement zu verlangen, oder? Genau, richtig. Hier greifen wir die typischen GTX-Themen auf, wie man sie vielleicht auch schon von einem Golf GDI beispielsweise kennt. Also die Wabenstruktur im Grill oder eben die sehr markanten, diamantgeformten Tagfahrlichter. Das Ganze ist dann GTX-exklusiv. Ja. Hier drüben habt ihr die ganz normale Tagfahrlichtsignatur und bei beiden dann eben optional das durchgezogene IQ-Light, beziehungsweise hier sogar serienmäßig und eben nur im normalen ID.5 ist es dann eben optional, dass das in der Mitte natürlich ist. Genau, hier mal die Matrix-Scheinwerfer beim GTX und gleichzeitig eben noch das Ganze in Hochglanz lackiert. Ne? Schreibt ihr doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, was findet ihr besser, rein von der Front? Findet ihr das hier cooler, wenn es so, ja, doch ein Stück sportlicher ist, oder gefällt euch diese neue Front vom ID.5 besser? Ich bin gespannt auf eure Antworten, packt die mal unten rein. Wir haben uns jetzt mal noch in den Innenraum gesetzt, denn diese sportliche Form hat ja meistens eigentlich den Nachteil, dass man gerade hier mit der Kopffreiheit dann ein Stück weit ja sein Nachsehen hat und gerade große Personen nicht mehr hinten sitzen können. Wie habt ihr das hier gelöst? Was haben wir für Nachteile im Vergleich zum ID.4? Also letztendlich profitiert der ID.5 auch hier, ich sag mal, von dem guten Innenraum-Package, was wir bei all unseren MEB-Modellen haben. Ja. Das heißt also ein sehr großzügiger Innenraum. Und wenn wir das jetzt auf die Kopffreiheit beziehen, da haben wir knapp 12 mm weniger als beim ID.4. Ich bin jetzt etwas über 1,80 Meter groß und du siehst, da ist auch noch ausreichend Platz vorhanden. Da bist du eine bessere Referenz, als ich das meistens bin, mit knapp über 1,70 Meter. Aber ihr seht, man hat hier wirklich gut Platz und im ID.5 GTX-Video habe ich euch auch gezeigt, dass das Ganze auch weiterhin so ist, selbst wenn ihr ein Glaspanoramadach habt. Jetzt sitzen wir gerade hier drin. Meistens sitzt man ja hier, wenn man lädt. Hat sich da denn was geändert? Oder, also ich kenne es zumindest jetzt gerade, es geht auf den Winter zu, da will man dann doch ins warme Auto. Müssen wir genauso lange in der Ladesäule sitzen oder habt ihr auch technisch was geändert? Also auch da, wir haben ja die neue Software-Generation, die ID-Software 3.0. Nominell auf dem Papier heißt das, wir steigern die Ladeleistung auf 135 Kilowatt. Mhm. Ja, und das Wichtige dabei ist aber, wir zielen hier nicht auf eine Peak-Leistung ab, sondern wir wollen hier wirklich eine robuste Ladekurve erzeugen, dass also auch diese 135 kW über einen möglichst große Spanne des SoCs dann auch anliegen. Okay, das heißt wie eine Art Plateauladen im Endeffekt. Wir kennen es beim ID.4, der hatte ungefähr 5-80% in so 38 Minuten. Wie viel schneller sind wir jetzt? Was knacken wir da für eine Zeitspanne? Also wir sind beim ID.5 9 Minuten schneller. Das okay. Heißt, wir sind bei 29 Minuten jetzt. Das heißt, unter 30 Minuten dann endlich von 5-80%. Genau. Das ist echt eine okaye Zeit. Wenn man sich überlegt, sind ja 77 Kilowattstunden Nettokapazität, die wir hier drin haben. Und das ist ja doch dann eine ordentliche Steigerung. Also da habt ihr technisch ja dann auch gut nachgelegt. Dann eine Anschlussfrage, das ist jetzt ID.5 spezifisch oder ist das eine Software-Sache? Das kommt mit der ID.Software 3.0 mhm. Und die ID.Software 3.0 werden wir im Laufe des nächsten Jahres dann natürlich auch per Over-the-Air-Update für unsere Bestandsfahrzeuge ID.3, ID.4 ausrollen. Okay, ist da dann eine Limitierung auf die Akkukapazität oder ist das wirklich dann einfach für alle mit der Software, dass das dann rauskommt? Da profitieren dann mit dieser neuen Software-Generation profitiert die Ladeleistung bei allen Modellen. Sehr cool. Das heißt, auch ihr könnt profitieren, selbst wenn ihr nicht auf den ID.5 umsteigt. Finde ich cool zu wissen und euch hier eine gute Information, glaube ich, an all diejenigen von euch, die zuschauen und selber schon die glücklichen Besitzer von einem ID sein können. Wieder draußen stellt sich für mich eigentlich nur noch eine Frage. Ab wann könnt ihr da draußen denn bestellen? Also wann geht es los mit dem Fahrzeug und vor allem auch, wo geht es denn preislich los? Vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zum ID.4. Ja, also wir starten in etwa Mitte, Ende November mit den Bestellungen. Ja, und dann können wir damit rechnen, dass so Anfang des zweiten Quartals nächstes Jahr die ersten Auslieferungen auch an Kunden stattfinden. Zum Thema Preis, ich hatte ja gesagt, das Fahrzeug ist ein klein bisschen höher positioniert, was letztendlich aber auch in einer höheren Ausstattung, also mehr Serienausstattung resultiert.
Das heißt, wenn wir über den ID4 Pro jetzt im Vergleich zum ID5 Pro sprechen, dann sind es so knapp 2.000 Euro, die wir drüber liegen. Und beim GTX ist es etwas weniger, sind es so zwischen 1.000 und 1.500 Euro, wo dann letztendlich der Aufpreis liegt. Okay, einen Punkt habe ich mir da für euch angeschaut, denn ich weiß, ihr steht immer auf Sportlichkeit. Und ein cooler Punkt ist, ihr bekommt immer beim ID5 die 19 Zoll Alufelgen, also nicht mehr die 18 Zoll Stahlfelgen, die wir noch vom ID4 kennen. Das ist ziemlich cool und da lohnt es sich ja dann schon, einfach zum ID5 zu greifen. Das coolere Heck, mehr Ausstattung und das zu einem ja, relativ geringen Aufpreis eigentlich, wenn man es im Verhältnis setzt. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dir, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal ein, zwei Punkte zu erklären. Schaut ihr unbedingt beim ID5 GTX Video vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ansonsten kann ich mich nur bedanken bei euch fürs Zusehen. Bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.